Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Mittwochsausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Mittwoch, Freitag, Sonntag und Montag, wenn alles klappt, um aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren. Das Srimad Bhagavatam hat 18.000 Sanskrit-Verse und beschäftigt sich mit Krishna und seinen vielen Avataren und seiner Beziehung, die er zu seinen vielen Geweihten hat. Von einer Beziehung hören wir auch heute, nämlich die zu dem großen gottgeweihten Bhishma Deva. Und neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, sind das unsere wichtigsten Schriften im Krishna-Bewusstsein. Alle diese Schriften wurden übersetzt und kommentiert von His Divine Grace, A.C., Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir sind im ersten Kanto, im 9. Kapitel genauer gesagt. Auch wenn man hier vielleicht zum ersten Mal einschaltet, Srila Prabhupada gab einmal das Beispiel von einem Honigglas. Wenn man, stellt euch vor, ihr öffnet ein Honigglas, taucht euren Finger hinein. Es ist nicht so wichtig, ob ihr ganz oben den Finger eintaucht oder in der Mitte oder ganz mit dem Löffel meinetwegen ganz nach unten geht. Der Honig schmeckt überall gleich süß. Natürlich ist es schön, wenn man bestimmte Zusammenhänge von Anfang an mitbekommt. Darüber werden wir auch heute etwas hören, über die Anfänge einer ganz interessanten Episode. Ja, aber trotzdem, das Srimad Bhagavatam hat die Eigenschaft, dass auch wenn man in der Mitte irgendwo einsteigt, man irgendwie schnell von der Welle erfasst wird, von der spirituellen Welle. Und ja, wir, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne, drückt auch auf die Tempelglocke, damit ihr benachrichtigt werdet. Und ich würde sagen, bevor wir anfangen, chanten wir ein paar glückverheißende Mantras. Die blende ich euch mal ein. Und lasst mich mal schauen. Da sind sie. Und ich chante mal das Sanskrit. Sinisha, schalte schon mal gerne dein Mikrofon ein. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrbietungen. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Sarasvati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser seiner achtungsvollen Ehrbietung, darbringen. Nashta prayeshva batreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutama shloke bhaktiya bhavati naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hat und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und gerne alle zusammen mit Mikrofon. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und wir gehen einfach direkt zu unserem heutigen Abschnitt. Wir lesen aus dem 9. Kapitel und sind in einer etwas längeren Erläuterung stecken geblieben, weil ich hatte mal 4 Jahre Latein, von diesem Latein habe ich ungefähr noch 0,5% in Erinnerung. Aber eins habe ich in Erinnerung, den Spruch von meinem Lateinlehrer: Lieber um 6 zu Haus als um 4 im Krankenhaus. Und so, denke ich, sollten wir das Srimad Bhagavatam auch studieren. Lieber etwas langsamer, aber wir verstehen wirklich ein bisschen, worum es hier geht, als wenn wir zu viel Gas geben und am Ende ist alles an uns vorbeigerauscht. Und ja, wir sind bei Vers 41. Beim Raja Suya, Dyakya, in Klammern Opfer, das Maharaj Yudhishthira vollzog, fand die größte Versammlung der Weltelite, der Könige und Weisen statt. Und in dieser großen Versammlung verehrten alle Sri Krishna als die höchst erhabene Persönlichkeit Gottes. Dies geschah in meiner Gegenwart, und ich gedenke dieser Begebenheit, um meinen Geist auf den Herrn gerichtet zu halten. Bei dieser großen Versammlung nun zog Sri Krishna die alle auf sich. Jeder wollte Sri Krishna sehen und jeder wollte dem Herrn seine unterwürfige Achtung erweisen. Bhishma Deva erinnerte sich an all dies und war glücklich darüber, dass sein verehrenswürdiger Herr, die Persönlichkeit Gottes, vor ihm in seiner tatsächlichen Gestalt gegenwärtig war. Über den höchsten Herrn zu meditieren, bedeutet nämlich, über die Taten, die Gestalt, die Spiele, den Namen und den Ruhm des Herrn zu meditieren. Dies ist leichter als das, was man sich unter Meditation über den unpersönlichen Aspekt des Höchsten vorstellt. In der Bhagavad Gita 12.5 wird deutlich erklärt, dass es sehr schwierig ist, über den unpersönlichen Aspekt des Höchsten zu meditieren. Dies ist eigentlich gar keine wirkliche Meditation, sondern Zeitverschwendung, denn nur sehr selten wird das angestrebte Ziel erreicht. Die Gottgeweihten hingegen meditieren über die wahre Gestalt des Herrn und seine Spiele und können sich daher dem Herrn leichter nähern als die intellektuellen Spekulanten. Dies wird ebenfalls in der Bhagavad Gita, Kapitel 12, Vers 9 gesagt. Der Herr ist von seinen transzendentalen Taten nicht verschieden, was bedeutet, dass man sich direkt an ihn erinnern und das gewünschte Ergebnis ohne Schwierigkeiten erreichen kann. Weiter wird in diesem Shloka, in Klammern Vers, darauf hingewiesen, dass Sri Krishna während seiner Anwesenheit in der menschlichen Gesellschaft, besonders im Zusammenhang mit der Schlacht von Kurukshetra, als die größte Persönlichkeit seiner Zeit galt. Auch wenn man ihn nicht immer als die höchste Persönlichkeit Gottes erkannte. Der Versuch mancher Menschen, eine große Persönlichkeit nach ihrem Tod als Gott zu verehren, ist ein Irrtum, denn ein Mensch kann auch nach dem Tode nicht zu Gott werden. Umgekehrt ist die Persönlichkeit Gottes niemals ein Mensch, selbst wenn er in einer menschenähnlichen Gestalt unter uns weilt. Beide Vorstellungen sind falsch. Die Vorstellung des Anthropomorphismus ist auf Sri Krishna nicht anwendbar. Ja, beim Raja Suya Dyakya, in Klammern Opfer, das Maharaj Yudhishthira vollzog, fand die größte Versammlung der Weltelite, der Könige und Weisen statt. Und in dieser großen Versammlung verehrten alle Sri Krishna als die höchst erhabene Persönlichkeit Gottes. Dies geschah in meiner Gegenwart. Und ich gedenke dieser Begebenheit, um meinen Geist auf den Herrn gerichtet zu halten. Alles klar, vielen Dank. Ja, und was mir hier gleich zu Beginn aufgefallen ist, es wird beschrieben, dass Bhishma
über den Herrn und alles, was mit dem Herrn so zusammenhängt, meditiert, seine Gestalt, sein Name, auch seine Geweihten. Und das ist interessant. Also eine große Persönlichkeit, die bringt auch viel so, man denkt erst, das ist so ein bisschen nebensächlich. Aber wenn es mit dieser großen Persönlichkeit in Verbindung steht, dann sind auch die Zubehörsachen oder auch die Beigesellten, die bekommen plötzlich eine viel größere Bedeutung. Da musste ich mich erinnern, es gibt zum Beispiel das Haus von Elvis Presley, falls ihr den noch kennt. Das ist heute immer noch eine Pilgerstätte. Also heute noch besuchen viele Leute dieses Haus, in dem Elvis gelebt hat. Und ja, man könnte jetzt sagen, hallo, das ist einfach ein Haus. Aber nein, es ist das Haus von Elvis Presley. Oder die Schuhe von George Washington, die werden auch verehrt, fast so wie die Lotusfüße eines großen Avatars. In Washington kann man diese Schuhe noch bestaunen. Und so in Vrindavan gibt es auch ein schönes kleines Museum. Das sind die zwei Räume, in denen Srila Prabhupada gelebt oder gewohnt hat, auch seinen Körper aufgegeben hat. Da gibt es auch einen schönen Schrank, eine Vitrine, wo Gegenstände zu bestaunen oder zu bewundern sind, die Srila Prabhupada jeden Tag benutzt hat, auch seine Schuhe. Das sind richtige Gummipantoffeln, die kann man dort zum Beispiel sehen. Und ich kann mich erinnern, eine Strohmatte, auf der Srila Prabhupada gesessen hat, die ist auch in dieser Vitrine. Und ihr kennt es vielleicht, so Glasvitrinen, die war schon mit einem Schloss zugeschlossen, aber es gibt dann manchmal so einen kleinen Schlitz, da passt gerade noch so ein Finger durch diese Glastüren. Und so konnte man also beobachten, wie diese Strohmatte von Jahr zu Jahr, da fehlten immer mehr Strohhalme, weil die Devotis dachten, ach, wenn ich so einen Strohhalm von dieser Strohmatte mit nach Hause nehmen kann, dann kann ich auch diesen Strohhalm auf meinem Altar verehren. Also ich habe selber einen Freund, ich werde seinen Namen hier nicht nennen, aber auch er konnte dieser Versuchung nicht widerstehen. Er merkte, da passt ja genau mein Finger dadurch und ich schaffe es, einen Strohhalm von dieser Strohmatte herauszuziehen. Und jetzt ist dieser Strohhalm, liegt er jetzt auf seinem Altar. Also wir sehen sogar ein Strohhalm, auf dem Srila Prabhupada einmal saß, der bekommt eine riesige Bedeutung. Also ansonsten geht mal zu eurem benachbarten Bauern in die Scheune, da ist so viel Stroh und jeder Strohhalm, wenn man euch fragen würde, möchtest du diesen Strohhalm mitnehmen, dann würdet ihr denjenigen anschauen und der Blick würde bedeuten, du hast nicht mehr alle Metallcups im Schrank. Was soll ich denn mit diesem Strohhalm? Aber wenn euch jemand sagt, dieser Strohhalm, das ist der Strohhalm, von der Strohmatte, auf der Srila Prabhupada gesessen hat, dann würdet ihr den wahrscheinlich sofort gerne nehmen. Oder vielleicht wieder treu zum Museum zurückbringen und sagen, könnt ihr den Strohhalm vielleicht wieder einfädeln? Ja, was ich damit sagen will, alle das Zubehör von Krishna und auch die Beigesellten, die haben eine große Bedeutung bekommen, weil sie eben mit Krishna zusammen sind. Ja, dann hören wir hier, dass Srila Prabhupada erklärt, da musste ich auch kurz schmunzeln, ich weiß nicht, wie es euch ging, da kommt dann dieser Satz, eigentlich ist das hier gar keine Meditation, sondern das ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Also wenn wir versuchen, über etwas Unpersönliches zu meditieren, dann werden wir vielleicht für ein paar Minuten das durchhalten können. Aber es fehlt einfach der Anhaltspunkt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über etwas Unpersönliches versucht habt zu meditieren. Ja, ich glaube, ich habe es auch mal versucht, bevor ich mit dem Krishna-Bewusstsein in Berührung kam. Und das ist irgendwie nicht sehr erfüllend. Aber wie wir hier hören, Bhishma Deva, er
konnte sich sehr leicht an Krishna erinnern. Er konnte sich an die Spiele erinnern oder zum Beispiel an diese Begebenheit, wo dieses Rajasuya-Opfer ausgeführt wurde. Und alle die anwesenden Könige und Rishis, die haben plötzlich auch eine große Bedeutung. An die erinnert man sich auch gern. Und es heißt sogar, auch wenn man über die Beigesellten und über die Geweihten Krishnas, über sie meditiert, ist das unter Umständen genauso reinigend, ja vielleicht sogar noch reinigender. Krishna sagt in den Puranas, dass diejenigen, die sagen, sie seien meine Geweihten, die sind eigentlich gar nicht meine Geweihten, sagt Krishna. Aber diejenigen, die sagen, sie sind die Geweihten meiner Geweihten, das sind meine Geweihten. Also über die Beigesellten und großen Seelen, die mit Krishna eine Beziehung haben, über sie zu meditieren, ist genauso, mindestens genauso mächtig. Ja, und diejenigen, die über die unpersönliche Form meditieren, Srila Prabhupada erwähnt auch einen Vers aus der Bhagavad Gita, nämlich 12.5, den lese ich euch kurz mal vor. Klesho di katarastesham avyakta sakta tichetasam avyakta hi gatir dukham dehavat bir avapyate. Dukha ist das Leid, es ist Leid. Für diejenigen, deren Geist am unmanifestierten, unpersönlichen Aspekt des Herrn haftet, ist Fortschritt sehr beschwerlich. Auf diesem Pfad fortzuschreiten, ist für die verkörperten Seelen immer sehr schwierig. Und wir hatten vor ein paar Tagen über die sogenannte Sayujya-Befreiung gesprochen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das Verschmelzen mit dem höchsten Herrn, wo dann kein Unterschied mehr besteht zwischen einem selbst und Gott, zumindest in der Vorstellung. Es ist nämlich nur eine Illusion, kann man sagen, denn der Unterschied zwischen Gott und dem Lebewesen, der ist ewig existent. Die Seele kann nie eins werden mit Gott und Gott wird nie eins mit dem Lebewesen im buchstäblichen Sinne, sondern es gibt immer den Unterschied zwischen dem Ozean und dem Wassertropfen. Die mögen zwar dieselben chemikalischen Eigenschaften haben, aber von der Quantität kann man diese beiden Wesensheiten nie miteinander auf eine Stufe stellen. Und ich kann mich erinnern, der Hridayananda Das Goswami, ein spiritueller Meister in unserer Bewegung, der gab mal dieses lustige Beispiel, da musste ich heute Morgen dran denken. Also angenommen, es gibt diese Yogis, ja, es gibt sie, die über das Unpersönliche meditieren und auch sehr entsagt sind. Das sind die sogenannten Tattva-Vadis oder auch, wenn sie sehr entsagt sind, können es auch die Maya-Vadis schaffen, in diese unpersönliche Ausstrahlung einzugehen und dort für eine sehr lange Zeit zu verweilen. Und sie verschmelzen dann mit diesem göttlichen Licht, mit diesem Brahma-Jyoti. Und sie denken, ah, ich bin dieses Licht, ich bin Gott. So, und aber dann, und er gab dieses lustige Beispiel, irgendwann kommt der Zeitpunkt, weil die spirituelle Seele von Natur aus einen Austausch sucht. Das ist ihre Natur, ihr Dharma. Und irgendwann kommt der Punkt, ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, ich kenne es noch aus den 1970ern, da war ich Kind, und da gab es eine Gruppe, die hieß Bee Gees, die hat so Disco-Musik gemacht, und da war immer so ein Lied, Then I get night fever, we know how to do it. Und da sagte der Hridayananda Das Goswami, irgendwann ist da diese spirituelle Seele in diesem Brahma-Jyoti-Licht und denkt, verdammt, es ist Saturday night, es ist Samstagabend. Und mich würde doch mal interessieren, was läuft da unten in der materiellen Welt wieder ab? Welcher Disc-Jockey dreht dort die Platten? Ne? So, und dann kommt der Punkt, wo die spirituelle Seele, weil sie nicht den letzten Absprung in die spirituelle Welt schafft, wo es einen spirituellen, vollkommenen Austausch
gibt, der frei ist von Leid, sucht sie dann irgendwann wieder den Austausch in der materiellen Welt, der natürlich mit viel leidvollen Erfahrungen behaftet ist, weil die spirituelle Seele von Natur aus ein Diener ist, der einen Austausch hat. Ja, so, und ich schaue hier noch mal kurz ins Chatfenster. Die Martina hat hier was geschrieben. Martina, magst du das kurz mal ins Mikrofon reinsprechen? Ja, hi Bull. Genau, im Krishna-Buch gibt es ja auch immer die ganzen Geschichten und Lilas, und da wird ja oft beschrieben, wenn Krishna jemanden tötet, Dämonen oder Bösewichte, dass dann etwas, ein Licht oder irgendetwas aus deren Körper entweicht und in Krishnas Körper eingeht. Und ich habe mich jetzt schon öfter gefragt, soll es die Seele darstellen oder was genau ist damit gemeint? Was geht da in Krishna dann ein? Genau, das ist damit gemeint, ja. Die spirituelle Seele, wir können sie ja hier in der materiellen Welt nicht so sehen. Normalerweise hat die spirituelle Seele auch eine ursprüngliche Svarupa, eine ursprüngliche Form in der spirituellen Welt, aber uns fehlt hier die Sicht. Wir haben eine materielle, verunreinigte Sicht und können das nicht sehen. Und natürlich hat die Seele auch eine Leuchtkraft, also wie Krishna eine spirituelle Leuchtkraft hat, die unendlich weit reicht. Die Vaikuntha-Planeten im spirituellen Himmel, die leuchten alle aus sich selbst heraus. Auch Krishna leuchtet aus sich selbst heraus. Wir finden im 10. Kanto die Beschreibung, wie Krishna mit seinen Kuhhirtenfreunden, als er noch klein ist, sich in die Küchen und Speisekammern der Kuhhirten hineinschleicht, in der Nacht teilweise. Und auch so eine Speisekammer, da schaut man oft gerne, dass das kühl und, vor Licht geschützt ist. Und trotzdem konnten sie beim Stehlen der Butter alles ganz gut erkennen. Und es lag daran, dass eben von Krishnas Körper eine gewisse Leuchtkraft ausging. Und es wird sogar beschrieben, dass die Edelsteine und der Schmuck an Krishnas Körper, der glitzerte weniger als Krishna selbst. Und man war am Überlegen, was leuchtet hier eigentlich mehr? So, genau wie Krishna, die höchste spirituelle Seele, eine Leuchtkraft hat, eine Ausstrahlung, haben auch wir, weil wir winzig kleine Teile Krishnas sind, auch eine Ausstrahlung. Und diese, was von der du sprichst, also ich schaue hier nochmal, dieses Licht, was dann in den Körper Krishnas eingeht, das ist nach meiner Meinung die Ausstrahlung, die wird dann wohl irgendwie sichtbar, vielleicht auch für gewöhnlichere Menschen. Und man versteht dann, okay, die spirituelle Seele, die nach materiellen Ermessen, das wird auch beschrieben, ein Zehntausendstel Teil einer Haarspitze ist, also eigentlich so klein, dass es nicht mehr, dass wir es materiell gar nicht mehr verorten können, hat trotzdem eine Ausstrahlung, und die wird dann sichtbar, wenn sie in den Körper Krishnas eingeht. Ja. Prima. Dann würde ich sagen, wollte ich euch noch heute verraten, ihr habt euch vielleicht auch gefragt, wer sind eigentlich die Eltern nochmal von Bhishma, Großvater Bhishma? Damals, als er Kind war, war er natürlich noch kein Großvater, aber wir nennen ihn dann später so. Wer kann sich noch erinnern, wer waren die beiden Eltern von Bhishma Deva? Hebt gerne eure Hand, würde mich mal interessieren, ob das jemand noch auf dem Schirm hat. Die Martina, ihre Hand sehe ich. Es reicht auch, wenn ihr ein Elternteil noch, wenn ihr euch noch an ein Elternteil erinnern könnt. Okay, Martina, sag doch mal.
Ich bin jetzt ein bisschen im Vorteil, weil ich mich ja gerade damit beschäftige. Also Shantanu heißt der Vater, glaube ich. Und wenn ich es jetzt richtig, ja, ne? Shantanu. Und die Ganga, also Mutter Ganga oder der Fluss Ganga, die Flussgöttin. Das sind die Eltern. Ganz genau, ganz genau. Also einmal König Shantanu für die Sanskrit Erbsenzähler. Das heißt, eigentlich habe ich auch jetzt mitgekriegt, wir haben im Deutschen ein bisschen die Neigung, die vorletzte Silbe zu betonen, aber es heißt eigentlich streng gesehen Shantanu. Die erste Silbe ist lang, aber wenn das uns nicht immer gleich gelingt, ich habe mich auch an dieses Shantanu ein bisschen gewöhnt. Shantanu. Shantanu war der Kaiser von Mahabharata. Er war der Vater von Bhishma Deva und die Göttin Ganga war die Mutter. Und ich habe mich ein bisschen erkundigt. Ich weiß nicht, Martina, wie weit deine Recherchen gingen. Falls ich jetzt etwas sage, was du auch schon recherchiert hast, macht das überhaupt nichts. Über diese Geschichten kann man 10.000 Mal immer wieder hören. Es ist sehr reinigend, sehr auch sehr erfüllend. Auf jeden Fall wollen wir heute mal erfahren, was hat es mit diesen beiden Eltern auf sich? Wo kommen die eigentlich her? Und es wird beschrieben, dass diese beiden Persönlichkeiten, als sie auf der Erde waren, sie haben eigentlich ihre Geschichte auf den himmlischen Planeten. Sie waren in ihrem Leben davor, einmal Kaiser Shantanu war auch ein König, ein Halbgottkönig namens Maha Abhisheka. Und Ganga Devi, ja, sie war hier auf der Erde für viele einfach nur eine wunderschöne Frau, aber keiner konnte erkennen, dass sie eigentlich die Göttin Ganga war. Und sie war eben die Göttin Ganga. Und bei einem großen Yagya, einer großen Feueropferzeremonie auf Brahma Loka, dem höchsten Planeten hier im Universum, da wurde dieses Yagya ausgeführt und alle großen Halbgötter und die Rishis, die kamen, um vedische Hymnen zu chanten oder priesterliche Tätigkeiten auszuführen. Und es begab sich so, dass wir kennen das vielleicht, diese Opfer, wie nennt man denn das? Da gibt es auch ein Yagya-Kunda, wird das genannt auf Sanskrit. Das wird dann manchmal so mit Steinen, wir machen das gerne so mit Ziegelsteinen, wird dann so ein, sieht fast aus wie eine kleine Sandkiste. Und da werden dann Hölzer raufgelegt und alles wird sehr schön geschmückt mit Blumen und mit Früchten drumherum. Und dann gibt es einen Platz für den Priester, der mit einem hölzernen Löffel und anderem Besteck Ghee und Getreide in dieses Feuer hineingibt und andere Dinge. Und die Rishis und Brahmanas drumherum, sie chanten vedische Mantras. Sowas gab es also auch auf den höheren Planeten. Und man muss sich das dann noch viel prächtiger vorstellen. Auf den himmlischen Planeten ist der Reichtum unermesslich. Und so war es also, begab es sich, dass Maha Abhishek, dieser König, er saß auf der einen Seite dieses Yagya-Kundas und Ganga Devi, die Göttin Ganga, sie saß auf der anderen Seite. Und und viele andere auch. Und wir kennen das vielleicht, wenn ein Yagya ausgeführt ist, unser Blick ist auf die Flammen meistens gerichtet. Das kennen wir, glaube ich, alle, die wir schon mal so ein Yagya miterlebt haben. Und die saßen also diametral genau gegenüber. Und wir kennen das, Flammen sind unstet. Plötzlich ist die Flamme kurz mal nicht da. Und dann trafen sich deren Blicke. Und dieser Maha Abhisheka, König Maharaj, der sah dann das Gesicht von Ganga Devi und umgekehrt. Und das waren also auch sehr schöne Erscheinungen. Es wird beschrieben, dass die Göttin Ganga wunderschön aussieht. Und ja, sie fühlten sich zueinander hingezogen. Immer wenn die Flammen kurz mal nicht da waren, trafen sich ihre Blicke. Und Brahma, der Oberaufseher dieses Yagyas,
Wir wissen, dass Brahma, er hat vier Köpfe. Gibt es auch ein Lied? Chaturmukhe, Brahma Bole, Krishna Krishna Hare Hare, Mahadeva Panchamukhe, Rama Rama Hare Hare. Dass Brahma mit all seinen fünf Mündern chantet er den Hare Krishna Maha Mantra und Rudra oder Mahadeva chantet mit seinen fünf Mündern den Rama Rama Hare Hare Teil. So, er konnte, weil er vier Gesichter hat und somit acht Augen, er konnte bemerken, dass die beiden so ein ganz bisschen frivole oder wie nennt man das, flirtende Blicke austauschten. Und er ließ sie, also er zitierte beide nach dem Yakya zu sich und sagte, passt mal auf, das hier ist Brahma Loka, das ist ein sehr hoher Planet, auf dem besonders bei einem Yakya ein frivoles Techtelmechtel überhaupt nicht zu suchen hat. Und ich werde euch jetzt verfluchen, weil ihr anscheinend da noch irgendetwas, da sind wohl noch irgendwelche Wünsche bei euch, die könnt ihr jetzt auf der Erde nachholen oder ausleben. Da könnt ihr euch dem Techtelmechtel zwischen Mann und Frau nochmal hingeben. Und die waren natürlich etwas schockiert. Wir müssen auch verstehen, das war ein Lila. Mutter Ganga ist eigentlich völlig rein, eine völlig reine Persönlichkeit. Sie ist eigentlich das Wasser, das spirituelle Wasser aus dem Ozean der Ursachen, aus der spirituellen Welt und drang nur in diese materielle Welt hinein, weil der kleine Zeh von Vamanadeva durch die Schalen des Universums ein Loch gerissen hatte, drang dieses völlig reine Wasser aus der spirituellen Welt in Form des Ganga-Flusses, des Gangesflusses in unser materielles Universum. Also es handelt sich hier um ein Spiel. Wir hatten darüber schon ein paar Mal gesprochen. Manchmal werden große Geweihte äußerlich in eine Illusion versetzt oder eine sogenannte Schwäche soll gezeigt werden, aber nicht, weil sie wirklich diese Schwäche jetzt besitzen im strengen Sinne, so wie wir sie vielleicht besitzen, sondern weil sie ein Exempel statuieren wollen oder um ein Lila Krishnas zu ermöglichen. So wurde zum Beispiel Arjuna in eine Illusion versetzt. Er war plötzlich auf der körperlichen Ebene, meine Verwandten. Aber all das geschah letztlich nur, damit Krishna die Bhagavad Gita verkünden konnte. Und sie waren etwas schockiert und sie fragten, ob man an dem Fluch noch etwas machen könnte. Und Brahma sagte, okay, was ist denn, also für Ganga, sie wird nicht so lange auf dieser materiellen Erde verweilen brauchen. Und was den Mahabhisheka betrifft, er wird in einer großen Dynastie hineingeboren, nämlich der Chandra- oder Monddynastie, in der auch Krishna dann später erscheint, um wichtige Dinge vorzubereiten, weil dort bald ein Avatar der höchsten Persönlichkeit Gottes, eigentlich die ursprüngliche Form aller Avatars, nämlich Krishna selbst, wird dort erscheinen und er wird sozusagen mit den roten Teppich ausrollen. So kamen sie auf die Erde und Mahabhishek wurde dann Kaiser Shantanu. Und er verliebte sich an der Ganga, er ging an der Ganga spazieren und sah ein wunderschönes Mädchen. Man wusste nicht, dass es die Göttin Ganga war, aber sie war von atemberaubender Schönheit. Und Kaiser Shantanu bat sie also, möchtest du meine Frau werden? Ich bin der Kaiser, ich habe noch keine Frau, aber ich würde dich so gerne heiraten. Und dieses Mädchen, sie sagte, ja, ich bin bereit, aber es gibt zwei Bedingungen. Die erste ist, du darfst mich niemals von meinen Taten, die ich begehe, abhalten, Nummer eins. Und Nummer zwei, du darfst niemals grobe Worte gegen mich sprechen. Keine harschen Worte möchte ich von dir hören. Wenn das einmal passieren sollte, dass beide
Bedingungen gebrochen werden, dann werde ich sofort unsere Ehe auflösen. Und ja, Kaiser Shantanu, der machte sich darüber nicht viel Gedanken. Er war einfach völlig hingerissen und sagte, alle Bedingungen werde ich erfüllen, natürlich auch diese beiden. Und das werde ich ja auf jeden Fall hinbekommen. Und so wurden sie ein Paar und bekamen dann auch Kinder. Und nun war es so, bei dem ersten Kind, das geboren wurde, Kaiser Shantanu freute sich über das erstgeborene Kind, sozusagen der Nachfolger, der Thronfolger. Aber was tat Ganga, diese schöne Frau, von der keiner damals wusste, dass es die Göttin Ganga war? Sie nahm dieses Kind und ertränkte es in dem Fluss. Und der Shantanu war schockiert. Das war heftig. Ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen. Aber er erinnerte sich an diese zwei Bedingungen. Oh, und konnte sich irgendwie zusammenreißen, keine harschen Worte zu sprechen und sie auch nicht davon abzuhalten. Dann kam das nächste Baby und die Ganga machte das Gleiche nochmal. Und wieder war er völlig schockiert. Und das passierte ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes und ein siebtes Mal. Und Kaiser Shantanu bekam wirklich eine Krise. Also so sehr er seine Frau liebte und schätzte, aber das war doch irgendwie eine große Hausnummer, dass seine Frau die geborenen Kinder in das Wasser eintauchte, bis sich nichts mehr rührte und die Kinder dann auch mit dem Fluss wegtreiben ließ. Und als dann das achte Baby kam, der Kaiser Shantanu, er war schon ziemlich angespannt und er feststellte, dass seine Frau wieder Anstalten machte, um diese schreckliche, für seine Augen schreckliche Tat zu vollbringen, packte er sie an den Arm, nahm ihr das Kind weg und sprach die harschen Worte, die er nicht hätte sprechen dürfen und sagte, was bist du für ein Ungeheuer? So ähnliche Worte. Wie kannst du deine eigenen Kinder im Fluss ertränken? Was bist du für ein Monster? So in der Richtung. Und Ganga Devi schaute ihn an mit großen Augen und sagte, oh, du hast gerade diese zwei Bedingungen verletzt. Und Maharaj Shantanu sagte, ja, dazu stehe ich. Dann ist unsere Ehe dann eben aufgelöst. Aber das kann ich mir jetzt nicht noch einmal ansehen. Und dann offenbarte diese Frau ihre wahre Identität als die Göttin Ganga und sagte, ja, ich bin eigentlich die Göttin Ganga. Und Kaiser Shantanu, erinnerte sich auch vielleicht ein Déjà-vu. Ah, und ihm wurde bewusst, ah, diese Frau ist Ganga Devi. Ja, und ich werde dich jetzt verlassen. Das war auch schon sehr hart für Kaiser Shantanu. Er hing sehr an Ganga Devi. Und dieses Kind kannst du behalten. Ich werde es dann nicht in die Ganga tauchen. Aber ich möchte dir sagen, was ich getan hatte, war eigentlich keine grausame Tat, sondern diese sieben Kinder, die ich ertränkt habe, das waren eigentlich die sieben von den acht Vasus. Die Vasus, das sind besondere Halbgötter. Es gibt unter den Halbgöttern auch so bestimmte Gruppen, die zusammengehören. Es gibt zum Beispiel die elf Adityas oder es sind die elf Rudras und auch die sieben. Eine bestimmte Zahl, die ich vergessen habe, Adityas, das sind die Söhne von Kashyapa und Aditi. Und dann gibt es eben noch die acht Vasus. Und diese acht Vasus, das waren Halbgötter. Und diese Halbgötter, sie waren auf den himmlischen Planeten. Und es sprach sich herum, dass ein großer Weiser namens Vasishta,
er eine Kamadenu-Kuh, eine Wunschkuh besaß. Diese Kuh, von der konnte man sich alles wünschen. Die sah auch sehr schön aus. Und Vasishtha konnte mit dieser Kuh alle mystischen Dinge vollbringen. So, und diese 8 Vasus, sie waren auch verheiratet. Und der älteste von ihnen, seine Frau, sie näherte sich ihm eines Tages und sagte, ah, da ist dieser Vasishtha mit dieser wunderschönen Kuh. Ich hätte so gerne diese Kuh. Kannst du nicht irgendwie diese Kuh mir organisieren? So. Und die Veden sagen, manchmal sprechen die Ehefrauen Wünsche aus, die Unglück verheißen sind. Da gibt es die Geschichte von Ramachandra und Sita Devi. Wir können uns vielleicht erinnern, sie waren in dieser Einsiedelei, in diesem Wald, Chitrakut, und ein goldenes Reh kam des Weges. Es war eigentlich ein verwandelter Dämon, ein Asura. Und Sita Devi wollte unbedingt dieses goldene Reh haben und schickte also ihren Mann los, es zu fangen. Und aus dieser Situation heraus entstand sehr, sehr viel Unheil. Sita Devi wurde entführt, große Gottgeweihte wie der Gaya Jatayu, ihm wurden die Flügel abgeschlagen und ein ganzer Krieg wurde vom Zaun gebrochen. Also die Geschichte soll wohl zeigen, auch hier, der Vasu wurde von seiner Frau gebeten. Und ja, manchmal machen dann die Männer das, wo sie schon irgendwie spüren, da kann eigentlich nichts Gutes bei herauskommen. Aber manchmal heißt es, die Männer unter den Pantoffeln ihrer Frauen und tun dann Sachen, die sie nicht tun sollen. Und dieser Vasu, er rief dann seine 7 Brüder herbei. Und es ist so in der vedischen Kultur, der älteste Bruder, auch in der arabischen Kultur, an meiner Schule auch arabische Familien, und der älteste Bruder, der hat also wirklich viel zu sagen. Und die gehorchten dann diesem ältesten Bruder, ihn bei dem Stehlen dieser Kuh behilflich zu sein. Und so schlichen sie, sie hatten da einen organisierten Plan, sie schlichen sich an diese Hütte von Vasishtha heran und sahen auch, dass diese Kuh gar nicht richtig festgebunden war. Und einige machten dann wohl ein Ablenkungsmanöver und diese Kuh wurde dann gestohlen und man brachte sie dann der Frau oder wollte sie gerade der Frau bringen, aber Vasishtha, ein großer Mystiker, er war zwar in tiefer Meditation versunken, aber er konnte durch seine mystische Kraft verstehen, was da gerade vor sich ging. Und er kam also aus seiner Meditation noch rechtzeitig heraus und ertappte diese 8 Vasus auf frischer Tat und sagte, da habe ich euch aber jetzt erwischt. Und er verfluchte sie. Er verfluchte sie. Ihr verhaltet euch überhaupt nicht wie Halbgötter. Ein solches Verhalten, einem Rishi seine Kamadenu-Kuh zu stehlen, geziemt sich überhaupt nicht für euch. Und deshalb sollt auch ihr auf den Planeten Erde nach Bhu Mandala, ihr sollt dort Geburt nehmen und wie Menschen das irdische Leben, das voller Leid ist, einmal erfahren. Und als die 8 Vasus das hörten, fielen sie zu den Lotusfüßen von Vasishtha nieder und baten ihn um Verzeihung. Und ja, weil es auch alles edle Personen sind, auch der Vasishtha, er bekam dann doch etwas Mitleid und sagte, oh, jetzt habe ich diesen Fluch schon ausgesprochen, den kann ich so nicht rückgängig machen. Also die 7 jüngeren Brüder, ich kann euch höchstens ermöglichen, dass ihr sofort nach eurer Geburt, sofort danach, ihr werdet nur ein paar Sekunden auf der Erde verweilen und sofort danach werdet ihr dann wieder zurück auf die himmlischen Planeten kommen. Aber der 8. Vasu, der
der hat euch eigentlich angestiftet. Er ist eigentlich der Ausgangspunkt eures organisierten Verbrechens. Und deshalb, der achte Vasu, er muss sehr lange auf der Erde verweilen. Er wird zwar in einer großen Königsdynastie erscheinen und einen auch wieder helfen, den roten Teppich für das Erscheinen der höchsten Persönlichkeit Gottes auszurollen, aber er wird sehr lange auf der Erde verweilen. Und weil er so unter dem Pantoffel seiner Frau steht, verfluche ich ihn, dass es ihm nicht einmal möglich sein wird, überhaupt die eheliche Freude auch nur einmal zu genießen. Oh, das war natürlich sehr hart. Und so können wir jetzt verstehen, wie das Ganze dann zusammenpasst. Also Ganga bekam diese Kinder und erklärte dann dem Kaiser Shantanu: Eigentlich habe ich diese Babys in meinen Arm genommen, denn der Fluss, den du hier siehst, die Ganga, das ist eigentlich mein verlängerter Arm. Ich habe sie in meine Arme genommen. Also mache dir um diese Kinder keine Sorgen. Sie sind jetzt wieder auf den himmlischen Planeten. Und was den achten Sohn hier betrifft, den kannst du wieder haben. Ich werde jetzt jedenfalls auch, meine Zeit ist hier zu Ende, zurück auf die himmlischen Planeten gehen. Wir werden uns nicht mehr wiedersehen. Und ja, Kaiser Shantanu, das war alles sehr intensiv für ihn. Er dachte kurz nach und sagte, okay, ich verstehe jetzt die Zusammenhänge. Das macht jetzt vieles, jetzt ergibt vieles Sinn. Das stellt mich auch in einigen Bereichen zufrieden. Aber wo du gerade sagst, dass du zurück auf die himmlischen Planeten gehst, nimm noch dieses Baby mit, auf das er dort von den großen Rishis und großen Weisen und Halbgöttern unterrichtet wird. So, da, von dem ich diese Geschichte erzählt habe, der hat dann sehr humorvoll gesagt, er brauchte dann nicht hier auf eine staatliche Schule, ne, die sind auch unter den Devotis nicht so beliebt, die staatlichen Schulen, sondern er bekommt die Ausbildung in einer himmlischen Gurukula, eine Privatschule, geführt, geleitet von großen Weisen. Und er lernte sogar dort die Kriegskunst und das Bogenschießen von Parashurama, von Lord Parashurama, auch ein Avatar Krishnas persönlich. Und das hat auch noch Folgen auf seine spätere Zukunft. Und so ging dann Ganga Devi mit diesem Baby, wurde dann also unsichtbar und sie kam auf die himmlischen Planeten zurück. Für Kaiser Shantanu waren sie also verschwunden. Und ja, dann viele, viele Jahre später, man muss natürlich sehen, die Zeitrechnung auf den himmlischen Planeten ist anders als hier, ging er dann eines Tages wieder an der Ganga spazieren. Er hatte keine Frau. Er war einsam, er hing sehr an Ganga Devi, sie hatte ihn verlassen und er ging ab und zu spazieren an dem Ganga-Fluss und bemerkte an diesem Tag, dass der Ganges flussaufwärts strömte, was praktisch nie vorkommt. Also jeder, der einmal in Mayapur war, man wird dort auch regelmäßig gewarnt, nicht zu weit rauszuschwimmen. Das ist ein sehr reißender Strom. Ist ein sehr breiter Fluss, zumindest an der Stelle. Aber die Wellen strömten aufwärts. Und er dachte, was ist denn hier los? Und er versuchte, die Ursache zu ergründen, warum das dann so sei, und sah plötzlich eine mächtige, junge Gestalt, die Pfeile abfeuerte. Und zwar so, dass die Wellen stromaufwärts getrieben wurden. Er feuerte diese Pfeile in den Fluss, in das Wasser. Und diese Pfeile ergaben auch eine kunstvolle Formation. Und er dachte, was ist das für eine großartige Persönlichkeit, die mit Pfeilen es sogar schafft, den Ganga-Fluss. Und in diesem Moment erschien die Göttin Ganga wieder vor ihm, zusammen
mit schon einem erwachsen gewordenen, strahlenden jungen Mann und sagte, das ist unser Sohn, Kaiser Shantanu, das ist Devavrata. Er bekam den Namen Devavrata, weil er von den Halbgöttern, von den Devas persönlich ausgebildet und auch mit Waffen und mit großen Talenten gesegnet wurde. Und ich möchte ihn dir jetzt hiermit zurückgeben, auf dass er dir bei der Führung deines Kaiserreichs behilflich ist. Ja, das ist die Geschichte von, auch von den Eltern, Bhishma Devas. Also wir merken spätestens hier wieder, dass wir es, wenn wir von Bhishma Deva sprechen, mit einer unglaublich großartigen Persönlichkeit zu tun haben. Und ich dachte, dass wir das uns mal vergegenwärtigen sollten. Denn morgen, wenn ich das richtig verstanden habe, lass uns noch mal gucken. Morgen geht eine Teilepisode zu Ende. Moment, es ist das 9. Kapitel. Wir sind beim 41. Vers. Morgen oder übermorgen genauer gesagt, lesen wir dann Vers 42. Und das ist der letzte, das sind die letzten Worte, die Bhishma Deva auf diesem Planeten spricht, bevor er dann ganz und gar sein Leben aushaucht. Und da hatte ich gedacht, lass uns nochmal, bevor Bhishma Deva hier abdankt sozusagen, nochmal uns vergegenwärtigen, mit wem wir es hier zu tun haben. Und ja, ich weiß jetzt nicht, mir ist dann später auch eingefallen, Martina, du wolltest, glaube ich, auch mal ein Referat sprechen. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht schlimm. Lass uns einfach ein paar Tage verstreichen und vielleicht zum Ende des gesamten Kapitels vordringen. Und dann können wir noch mal eine Rückschau machen auf das Kapitel. Das sind ungefähr noch 10 Verse, glaube ich. Circa 10 Verse. Und dann machen die Devotis das oft, dass sie nochmal sich zurückerinnern, und dann hören wir gerne von dir auch nochmal das ein oder andere Pastime oder wie Bhishma Deva, welche Eigenschaften er hat und woher er kommt. Das ist unsere Kultur, dass wir das immer wieder hören. Und das Tolle ist, wie im Gegenteil zu weltlichen Geschichten, wenn man also 10-mal das Buch Herr der Ringe nimmt, dann kommt doch schon mal so der Gedanke, ich habe das schon 9-mal gelesen. Muss ich mir das jetzt wieder antun? Ja, Frodo wird den Ring bekommen und er muss den dann irgendwie nach Mordor bekommen und sie jagen ihn. Das habe ich jetzt schon 9-mal alles gelesen, 1400 Seiten. Nein, dieses 10. Mal werde ich es nicht. Und ich werde mir auch nicht den 3-teiligen Film anschauen, den habe ich schon 16-mal geguckt. Ich bin fertig. Das Thema Herr der Ringe ist für mich gestorben. Das Tolle ist, bei diesen Geschichten aus dem Srimad Bhagavatam und aus dem Mahabharata, weil sie eben eine Verbindung zu Krishna haben, ist das genau andersherum. Wenn wir ein 10. Mal über Bhishma hören, ist es noch interessanter als beim 9. und 8. und beim 7. Mal. Und deshalb freue ich mich schon, wenn die Martina uns dann ihr Referat vorträgt. Bin ich schon ganz gespannt. Ja, lass uns schauen, ob hier noch irgendetwas im Chatfenster steht. Ich mache das mal hier kurz größer. Wir haben noch, ach du meine Güte, der Glockenturm hat ja schon geklingelt. Und lass uns mal schauen, ob wir eine kleine Sache hier noch aufgreifen. Es wurde gesagt, schreibt der Sinisha, dass die Seelen in Krishnas Körper eingehen. Okay, genau, das kann beides betreffen. Also man kann sagen, manchmal habe ich auch gehört, dass sie dann in die gleißende Ausstrahlung Krishnas eingegangen sind. Es gibt aber auch Fälle, wo sie dann zurück in die spirituelle Welt gegangen sind und ihre eigentliche, ursprüngliche Swarup wieder angenommen haben. Hat Kaiser Shantanu seine Frau nie gefragt, warum sie das tat? So etwas diskutiert man doch aus, oder? Okay, gute Frage.
wahrscheinlich hat er gesagt, wenn ich anfange, darüber zu diskutieren, dann kann es doch mal passieren, dass ich da etwas lauter werde und etwas energischer und mein Ärger richtig hochkocht. Am besten, ich fange gar nicht erst diese Diskussion an, ist jetzt meine philosophische Spekulation. Ja, die Martina schreibt hier, er durfte ihre Handlung nicht in Frage stellen und hinterfragen, genau. Ja, da, das verfeinert die Martina hier noch ein bisschen. Genau so war das Abkommen. Also das ging noch etwas weiter als nur kritisieren und harsche Worte. Er durfte das nicht einmal hinterfragen. Ja, ja, das macht Sinn. Ne? Ich stelle mir vor, 8 Kinder, meine Frau, er trennt 8 Kinder und ich frage nicht nach, warum tust du das? Ne? Ich meine, das ist schon sehr, sehr merkwürdig dann. Genau, sehr wichtiges Detail. Also das durfte nicht mal in Frage gestellt werden, ihr Verhalten und ihre Handlungen. Dankeschön. Prima. Dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz demütig, dass ihr da so aufmerksam wart. Am Freitag haben wir den Vaidyanath Prabhu hier zu Gast. Dann werden wir uns also diesen letzten Vers fortknüpfen und auch dann am Wochenende haben wir weitere Gäste. Für heute waren eigentlich auch Gäste vorgesehen, aber irgendwie sollte es nicht passieren. Und so bin ich also schon gespannt. Ja, ich bedanke mich und wir können ja einmal zum Abschluss nochmal den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Ich möchte euch auch noch auf das Gewinnspiel aufmerksam machen. Drückt hier einfach auf das I, dann könnt ihr auch einer von 3 Mahabharata Gewinnern werden. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ist es jetzt höchste Zeit. Und falls ihr den Hare Krishna Mahamantra noch nicht mitgesungen habt, habt ihr jetzt auch, ich spreche jetzt zur YouTube-schauenden Nachwelt, auch mit uns zusammen, mit den MTB-Nektarhummeln die Gelegenheit. Schaltet gerne eure Mikrofone einmal ein. Wenn ihr mögt, sogar eure Kamera. Wir würden uns riesig freuen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Ich möchte euch auch dringend auf unser transzendentales Gewinnspiel aufmerksam machen. Drückt hier einfach oben auf das I, dann kannst auch du Gewinner eines Mahabharatas werden. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama